Batsch, batsch, batsch. So geht der Ruf einer ganz neuen Faschingsgruppe in Schwaben und die kommt aus Nattheim und heißt Brärmehexer. Die Idee hatte Petra Gold-Ölkuch. Die 36-Jährige ist mit ihrem Mann Nick und ihren 4 Kindern nach Nattheim gezogen. Ich bin aus Hüttlingen, bin herzogen nach Nattheim und mir hat es dann einfach gefehlt. Ich war in Hüttlingen im Faschingsverein bei den Stachelmetzen und jetzt nach Corona muss man doch einfach mal wieder durchstecken und dann habe ich mir gedacht, Facebook-Gruppe, Nattheim, wer hat Lust, mit mir eine Faschingsgruppe zu gründen? Ja, und tada, dann standen sie da, unsere ganze Obergang, haben alles von 0 auf 100 besprochen, austüftelt, also seit Oktober treffen wir uns und dann stand's fest, Brärmehexer Nattheim, grün-weiß und ein Muggerbatscher anstatt einem Hexebäser. Die Brärm ist schwäbisch für die Bremse, also das Insekt. Die Brämer, die sind bekannt bei uns in Nattheim, da gibt's eine tolle Geschichte mit den Ochsen, mit den Brämer. Ja, und deswegen haben wir gleich gesagt, also jeder, der uns kennt, der weiß, wir gehören zu Nattheim und es ist einfach eine gute Verbindung. Die Faschingsfreunde sind dann auch schnell gewachsen. Ja, wir sind jetzt 10 Leute in unterschiedlichem Alter. Dazu kommen dann unsere ganzen Kinder noch dazu und teilweise die Partner. Jetzt sind wir ungefähr 23 Leute und haben auch schon einige Anfragen. 50 ist so die schöne Gruppe und alles mehr ist umso besser und geiler. Die Häser sind in grün-weiß gehalten. Bewaffnet sind die Brärmehexer mit einem Muggebatscher, also einer Fliegenklatsche und eine Maske gibt's bald auch. Die Kinder, die dürfen selber wählen und es ist natürlich auch eine Kostenfrage, ob sie einen Häs tragen wollen oder als Prämie laufen, weil das halt einfach kostengünstiger wäre. Deswegen mit Familie, man muss einfach ein bisschen da auch gucken nach dem Finanziellen. Ab 18 ist das Häs dann Pflicht und die Maske bleibt weiterhin freiwillig. Wer eine tragen will, da wird dann eine geschnitzt von, wir haben einen Schnitzer aus der Rhön. Und wer keine will, darf einfach geschminkt mitlaufen. Neue Mitglieder sind natürlich gerade in der Gründungsphase herzlich willkommen. Wir haben unsere Mitgliederbogen dabei, die können immer ausgefüllt werden, die sind überall online. Wir haben auch schon einige zurückbekommen und das brauchen wir auch jetzt, dass wir halt einfach das Jahr über jetzt nähen können, weil so ein Häs ist halt nicht in 5 Minuten genäht, da ist viel Arbeit dahinter. Dann ab 11.11. dieses Jahr wollen wir dann voll durchstarten und das am besten in einer großen Masse. Ja, dann kommt's Maskenabstauben, Feuertaufe, Umzüge, wo wir mitlaufen, Kinderfasching und Rathaussturm und dann vielleicht auch ein Narrenbaumsteller, ja. Mitglied werden ist auch ganz einfach. Schreibt uns einfach eine E-Mail, kontaktiert uns über Facebook, über Instagram oder sprecht uns einfach an, wenn ihr uns live seht, weil wir beißen ja nicht, wir budget nur. Im Kalender stehen auch schon erste Auftritte. Also wir sind jetzt erstmal in Zirkenstein im Hexendorf von der Bachtalia am Gumbedonnerstag am 16. Februar. Dann am 17. Februar, am Freitag, sind wir bei der Panscherhexe in Gingen eingeladen. Und am Samstag, der 18. Februar, haben wir unseren eigenen Kinderfasching in Nattheim, der von den Ringerbambinis gemacht wird. Und da bieten wir dann Kinderschminken und Luftballonmodellierer an und werden dann dort und überall anders Rede und Antwort stehen und uns freuen, wenn uns jemand anspricht und Interesse hat. Auch außerhalb der 5. Jahreszeit sollen Treffen und gemeinsame Ausflüge mit Kind und Kegel stattfinden, denn die Brärmehexe sind familienfreundlich. Wir machen gern Ausflüge, wir wandern mal, wir grillen zusammen. Ganz gemütlich, der wo Lust hat, hat Lust, ist dabei und wer nicht, da ist einfach nur ein Fasching dabei. Also das ist ganz unverpflichtend, aber so findet man sich einfach wie das ganze Jahr über und es sind hier echt ganz tolle Freundschaften entstanden und die will man nicht nur an Fasching haben. Läuft also richtig gut und fühlt sich auch so an. Also wir sind total glücklich, wir sind happy, wir kriegen nur positive Resonanz. Wenn man so eine neue Gruppe erstellt, ist ja dann schon, wir wollen ja niemand wirklich jemand wegnehmen. Aber alle, wo zu uns kommen, waren entweder gar nicht im Faschingsverein, denen hat es einfach gefehlt, weil es in Nattheim nichts gab. Oder finden sie es einfach top, dass eigentlich im eigenen Ort was da ist. Und wirklich nur positiv und das ist so schön, also das ist wirklich Gänsehaut-Feeling. Und natürlich, wir haben es schon gesagt, haben die Brärmehexer Nattheim auch einen eigenen Ruf. Wir schreien Brärmehexer und die Leute schreien Batsch, Batsch, Batsch. Super, vielen Dank, Petra Gold-Ölkuch und viel Erfolg weiterhin. Ja, ich danke auch. Schönen Tag euch noch. Alle Infos rund um die ganz neuen Brärmehexer Nattheim gibt's natürlich auf donaudrive.de. Da findet ihr übrigens auch alle Veranstaltungen zur Fasnet in ganz Schwaben. Ich bin Paolo Percoco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.